Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kevin. Und ja, ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet. Also, wie gesagt, Licht ist da. Die Schütztürme sind zur Hälfte da. Ich zeige das euch mal. Ich habe nämlich schon zwei Türme angesetzt, aufgesetzt, weggesetzt, wie auch immer. Naja, ich bin gespannt, ob das so funktioniert tut, wie ich das mir vorstelle. Ach übrigens, wir sind jetzt in der Stable, ne? 19.1 ist die Stable raus. Ist das nicht schön? Und der läuft. ja, ich habe jetzt hier oben erstmal das ganze Dach weggezimmert. Komm schon mal bitte hoch. So. So sieht es aus. Und ich hätte jetzt vor, es muss ja erstmal nicht schick aussehen. Es muss ja bloß funktionabel sein, ne? Hier kommen dann die Pötte hin. Die werden dann natürlich vernünftig umrandet und so. Kein Problem. Ich weiß bloß nie wie. Warte mal. Da könnten wir eigentlich mal kurz testen, wie viele Platz das wegnehmen tut. Weil groß genug ist ja das Ding hier. Ich schätze erstmal die Blöcke richtig hin, so wie sie sein sollten. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde das Ding hier hinsetzen, dann werdet so abgegrenzt. Was eigentlich Blödsinn ist, weil hier ist ja schon das Ding hin. Das Ding hitzen. Das ist ja blöd. Gut, ihr könnt. Nee, wenn ich jetzt hier eine Treppe hinsetze, dann ist es ja noch beschissener. Bescheidener, meinte ich natürlich. Bescheidener. Ich könnte aber. Moment mal, ihr könntet aber trotzdem mit einer Treppe machen, aber eben halt mit einem Abstand. Es könnte erstmal schwierig aussehen. Könnte. Muss es aber nicht. Wenn ich jetzt hier so eine Treppe hinmache, quasi, komme hier raus. Ne? Komm mal raus. Stolper erstmal über die Treppe und dann kann ich hier hoch und dann dahinter ist dann quasi der Garten. Oh, das könnten wir eigentlich so machen. Natürlich ist es geil, dass ich jetzt 20 Billionen Blöcke habe. Gartenblöcke, also Pflanztöpfe, Kübel, wie auch immer. Aber man kann das ja schon mal so provisorisch hinlegen. Um zu gucken und zu staunen, ob das Kacke ist. Wahrscheinlich schon, aber ich mach das erstmal. Hauptsache, ich kriege 1-2 Maiskolben hier raus, dann ist das auch schon gut. Ach, übrigens, hier, ich habe das sehr beschriftet. Ist nicht geil? Jetzt sind die Kleinigkeiten. Ich bin zu weit. Ich gehe hier einfach zu weit. Ich muss ja schon hier so inknicken. So. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier bis hier ran und dann ist das gut. Ne? So, den Rest machen mich jetzt denn die Kübel, die hier hinkommen sollten tun. Das müsste eigentlich groß genug sein. Boah. Ich glaub mal ja. Der Dumme ist, warte mal. Ich könnte hier eigentlich eine Treppe ransetzen. Das spielt eigentlich. Wir versuchen es nochmal. Ich könnte eigentlich eine Treppe ransetzen, ne? So. Oh. So. Soll ich so tun? Ich tu mal so. Es könnte vernünftig aussehen, weil hier oben ist es eigentlich egal. So. Zack. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber das Endresultat zählt. Mal kicken, wie das wird. Das Endresultat. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. So, ich brauche Jammelfleisch. Ich brauche Buddelerde, habe ich. Und Holz. Habe ich auch. Ha. Krass. Achso, ich habe jetzt schon soweit alle Spikes verarbeitet. Also, ein bisschen Eisen habe ich noch, aber ihr seht, es ist nicht viel. Hm. Müssen wir mal gucken, ne? Wir werden aber auch irgendwann mal nochmal so einen kleinen Test machen. So eine kleine Nachttour. Im Dunkeln. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ob ich das mit Nachtsichtgerät mache, vor die drauf hingewiesen, wäre mal interessant. Oder ich setze da
später ein Filter rüber, also dass ich den Gamma-Wert hochstelle und später dann in der Verarbeitung dann so ein Filter ransetze. Oh. Muss ich mir noch überlegen. Ich weiß es noch nicht. Es wird eine Herausforderung für mich sein. Weil ich, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Was? Mehr ist das nicht? Willst du mich verhumpen? Ich hätte jetzt gedacht, ich kriege 20 Billionen. okay. Gut, eben nicht. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Spikes machen. Gut. So, gut, dann machen wir das irgendwie halt erstmal so. Das heißt, ich brauche erstmal. Kann ich das nicht auch irgendwie anders herstellen? Ich glaube nicht, wa? Warum kann ich denn das jetzt nicht mehr herstellen? Achso, Klee. Klee fehlt. Oh mein Gott, das fehlt Klee. Wie konnte das passieren? Oh mein Gott, hier ist das schon eingeschmolzen. Wie konnte das passieren? Panik! Ich brauche Dreck. Ich habe keinen Dreck mehr. Das ist nicht gut. Weil ich habe jetzt nicht vor, hier buddeln zu gehen. Och Mann, ich könnte jetzt hier ein bisschen den Boden wegnehmen. Also hier ein bisschen an der Seite. Das ist ja noch nicht mal Dreck. Das ist Dreck. Nee, ist das auch nicht. Wo krieg ich jetzt Dreck her? Ohne die Gegend zu malträtieren. Schönes Wort. Na, das ist ja blöd. Ich klau mir einfach bei den Nachbarn die Erde. Das sieht hier eh kacke aus. Ich glaub mal, der fällt ihm doch ja nicht auf. Ich helfe ihm doch nur. In seinen Umbau. Zahlung kannst du später machen, wa? Mach mal denn unter der Hand, ne? Also quasi bunt. Könnte ich hier eigentlich noch das bisschen Kies hier wegnehmen? Jo. Erhole er sich schneller. Dankeschön. Ja, das dauert aber ein bisschen. Ich hab das schon ein bisschen geskillt, wie ihr sagt, aber das ist eben halt noch nicht vollendet. Da fehlt noch ein bisschen. Genauso, ich habe jetzt auch so ein, zwei Sachen in Knacken und in. Warte, in Knacken? Oh mein Gott, ich weiß schon ja nicht mehr, wo ich die Punkte alle reingeschmissen habe. It fängt gut an. Habe ich schon wieder einen Punkt? Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Also, hier müssen auf jeden Fall Punkte drin, weil ich muss nämlich auch Präzisionsschütze noch ein bisschen machen, ne? Schloss knacken. Ja, da muss noch ein bisschen was drin. Achso, hier. Das hatte ich ja letztes Mal gesagt, ne? Eisenmagen wegen krank und so und Heilfaktor, der muss auch noch hoch. Das weiß ich. Ich habe zu wenig Punkte. Ich habe zu wenig Punkte. Und da wir ja erst Level 44 sind, wird schon irgendwie, hui, also, ich mach das schon. Ja, okay. Da werde ich jetzt nicht mehr rüberkommen. Der Dumme ist, achso, ich habe ein bisschen Cobblestone, habe ich ja noch. Ich brauche ja auch nur ein, zwei für die Türmchen hier. Ach da, ich wollte gerade sagen, seit wann ist denn das auf meinem Turm gewachsen? Und seit wann haben wir hier Nitrat? Das ist doch neu. Nee, das ist nicht neu. Nitrat hatten wir schon immer hier gehabt. Blei hatten wir nicht. Blei. Es ist Blei. So, gut. Ich mache es wieder so, dass der Eingang nach innen ist. Stimme? Kommen Sie bitte wieder zurück. So. So ungefähr sollte es sein. Dann kommt hier eine Tür hin und dann ist es schick. So, vier Stück. Eins. Nee, wir sind ja jetzt schon zwei. Drei, vier.
So. Ja, nicht runterfallen. Das macht Aua. So, dann setzen wir hier oben ihn ran. Dann so und dann so und dann... Passt es. Boah. Muss es. So, dann fehlt bloß noch ein Turm, denn ist schön. Aber ihr seht, da ist schon wieder unser Problem. Ich habe nicht genug Klee. Ohne Klee keine Blöcke. Das ist ein Problem. Ja, ja. Aber ich kann ja... Was ist denn heute hier los? Ist ja schlimmer als vorher. So. Das ist wirklich hier ein kleines... Ach du Scheiße, ich hab das ja noch nicht mal fertig gemacht. Ui. Wie konnte das passieren? Warte mal, ich werde da ein paar normale Blöcke reinsetzen. Und werde die dann später aufwerten. Ich hab doch nichts anderes. Ich muss doch erstmal das nehmen, was ich... Moment mal. Was ich kriege, wollte ich gerade sagen. Aber ich muss das hier unten aufwerten. Weil ich will ja auch nicht, dass denn irgendwann mal, ja okay, Badabumse ist eh schlecht, weil das ist halt hier noch Cobblestone, Ston, das muss ich halt noch aufwerten. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Welcher Rat? Es reicht nicht. Ja, ich weiß, dass ich die Zahlen einnehmen kann. Will ich nicht. So. Reicht ja doch. Also hierfür reicht es. Plup. Sag mal, kann ich mit der Ratsche... apropos, wir könnten uns eine Ratsche herstellen. Müssen wir mal kicken. Es soll in Sachen Abbau besser sein. Also Autoteile mäßig. Ach, jetzt weiß ich, Abbau habe ich auch hochgeskillt. So. Heider daraus. Ich poch mit dem Hammer drauf. Als ob es keinen Morgen gibt. Guten Morgen. Na. Das könnte aber trotzdem ein bisschen knapp werden. Naja. So, dann habe ich das fertig. Denn wie gesagt, es fehlen uns bloß noch die Spikes. Spikes. Wie gesagt, da oben werden ja nur 30 Stück gemacht. Aber schon von der Menge her merkt man, es wird nie reichen. This is a problem. A gross problem. Ist hier nichts gut? Ach, Mensch. Sehr schön tief. Das muss auch alt weg. Also, das von der Höhe hier. Moment mal, da habe ich doch unser Problem denn gelöst. Klee. Das muss doch alles nur angeglichen werden. Mensch, wir konnten das vergessen, Mensch. Ich weiß es. Kein Bock zu buddeln. Aber pst. Gut, so krieg ich 1-2 Klee. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis heute ist halt kein Problem. Ist ja erst ab 21 wieder. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit. Ich war gut. Also, ich habe wirklich hier so, hier mit der Brille gesessen und habe hier nachts weitergearbeitet. Ich habe so, ja, eh mal wieder eine Schreitusse gehabt. Aber die hattet, den Pfeil nicht kommen sehen. Ja. Oder den Bolzen. Ist ja ein Bolzen. Naja.
Junge, komm bald wieder zu dir. So. Sag mal, nee, wir haben noch kein Rezept gefunden für den Bohrer, oder? Das wäre so schön. Ich würde mir den jetzt bauen. Ich hätte nichts gegen den Bohrer jetzt. Warum habe ich eigentlich noch eine grüne Schippe? Und keine blaue um mir gemacht? Das macht doch ja keinen Sinn. Moment mal, kann ich überhaupt grüne herstellen? Moment mal, ich muss mal kurz was gucken. Weil ich glaube, ich habe die blaue Axt und die Picker, die habe ich ja gefunden. Aber eben halt die Axt, die habe ich mir doch hergestellt. Glaube ich. Hoffe ich. Ich guck mal, ob wir uns eine bessere Schippe machen können. Schippe. Eine Schippe, die ist lustig. Kurz. Eine Schippe, die ist schön. Ist so schön schippig. Ja, nee, ist klar. Ich gebe auch Schippe. Schiebe. Schaufel. Eine Schaufel. Brauche ich doch. Sag ich doch, ich kann blau herstellen. Es fehlt mir bloß noch Eisen. Ist doch machbar. Aber erstmal Nase. Schmerz. Oh. So. La Schippo. Stelle eher her. Stelle nicht her. Und dann nochmal Spikes nachgereicht. Gereicht. Ja, reicht es denn schon? Sag mal, kann ich nicht hier auch Fahrblöcke? Nee, da kann ich bloß Asphalt und so machen. Schwammkopf, Blödkopf. Entschuldigung. So. Tada. So, wenn ich das jetzt hier... Das fängt schon wieder so an, 20.000 Baustellen. So. Quasi so. Hier rum und dann ausgefüllt als schön und gut. Dann komme ich nämlich hier rein und raus. Ho, ein Garten. Ist das schön. Hier will ich leben. Hier ist, ist kacke. Ja, es ist nicht... Moment mal, ich kann doch hier auch... Sag mal, gibt es hier auch eine Treppe? Ich weiß, dass es eine Eckentreppe gibt, aber gibt es die auch nach innen gewölbt? Schwein. Was habe ich denn mit dem Chat? Ich weiß es nicht. Also, ich kann hier so eine Treppe bauen, die nach innen gewölbt ist. Das habe ich schon gesehen. Knorz. Da. Aber gibt es die auch nach innen? Ich glaube nicht. Warum gibt es die eigentlich noch nach innen nicht? Das ist ja doof. Könnte aber trotzdem besser aussehen, wa? Wenn ich so ein Ding hier hin zimmere. Ich probiere das einfach mal aus. Probieren geht über Stottern. Stottern Sie das? Na, das sieht ja mal kacke aus. Nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich kann die Treppe jetzt andersrum setzen. So, da bin ich auch vielleicht. Muss dann bloß mal gucken, ob ich vielleicht auf die Aufnahmetaste richtig gedrückt habe. Ich brauche wirklich einen zweiten Monitor. Das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht gut, wenn ich nicht sehe, ist das Mikrofon wieder angeschalten oder nicht. Seit das letzte Mal habe ich ein bisschen Bamme. Dann kicke ich lieber es nochmal so nach und schneide dann später raus. Als wenn ich hier 23 Billionen Folgen aufnehme und kein Mikrofon anhab und wie blöd in Mikrofon quatsch und Kinder kriegt das mit.
Oh ja. So was ist nämlich schon passiert. Zum Glück mache ich immer hier vorher ein Safe Game. Sobald ich immer mit der Aufnahme fertig bin. Das macht nämlich die Sache ziemlich einfach. Denn. Ne? So. Gut, dann kann das aufwerten. Ich kann doch jetzt das schon mal aufwerten. Na, wie viele sind fertig? Ach, die 100 sind ja schon fertig. Dann kann ich schon mal mit den Rest Cobblestone herstellen, weil wir brauchen ja noch ein, zwei Sachen davon. Zum Aufwerten. Ich sollte das auch bestätigen, wa? Es ist wahrscheinlich nie... Ja, vor... Ja, okay, können wir lassen als Favorit. Ist nie so schlimm. Gut. So, dann kann ich das draußen aufwerten. Die Türme kann ich weitermachen. Dann kann ich das schon mal oben ransetzen und anschließen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ah ja. Das müsste. Ich muss bloß wieder eine Konstruktion bauen, dass ich das vernünftig verkabeln kann, weil das ist, der Abstand ist ganz schön schwierig. Ich muss das nämlich dann erstmal überbrücken. Mit Holzblöcke, dass ich da hochkomme. Oh ja. Sag mal, ist das dieselbe Höhe? Eigentlich schon. 1, 2, 3. Jetzt kommt die Schräge unten ran. 1, 2. Ich hab mich verbaut. Das ist mir schon so komisch vorgekommen. 1, 2, 3. Das ist eh zu tief da drüben. Ich musste korrigieren. Warum ist denn hier noch der Dreck dran? Das muss alles eh höher. Oder Moment mal, nee, das haut doch hin. Der Boden ist nur uneben. 1, 2. Nee, eben nicht. Das muss wirklich eh höher. Oh, was ist denn nun los? Naja, zum Glück ist noch nie so viele und Cobblestone ist nie so schlimm. Beton wäre schlimmer. Hätte ich die Kacke weggesprengt. Na komm. Ja, ja. Naja, zum Glück habe ich das rechtzeitig mitgekriegt. Wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon. Schnell, schnell. Ach, 60 Stück ist doch schon. Shane ist es da. Shane. So, ich brauche noch 2 Stück. Dann haben wir das auch fertig. Mach erstmal die Leitern. Mach doch mal die Leitern. Mach doch mal die Leitern. So, du musst noch mal weg. Du bist da falsch. Du bist richtig. So. Jetzt haben wir die Höhe. So ungefähr. Müsste das eigentlich hinhauen. So, dann kann ich das so machen. Ich kann das auch gleich so ranmachen. Genau. Jetzt ist die blöde Frage, in welche Richtung mache ich das? Ach, gut. Richtige Seite. Das finde ich immer... Sag mal, kann man das erkennen? Öffnungsmäßig? Ja, okay, hier vorne. Die Platten sind hier vorne dran. Ob ich das hier sehen hätte? Beim Aufbau? Ich weiß es nicht. Gut. Augen zu und durch. Oh, Schwein gehabt. So, jetzt sieht das doch schon wieder zu hoch aus, oder? 1, 2, 3 Schrähe. Nee, haut hin. Ja, ja.
Das ist wahrscheinlich unterschiedlich, weil Boden unterschiedlich. Aber ich habe das irgendwie ausgeglichen. Ja. Also bilde ich mir ein. So. Was mache ich denn da? Das ist so, ich muss das so oder so erstmal machen. Und dann kommen die Schrähen unten ran und dann ist es gut. So. Und schon will er T gedrückt. Ich will immer R drücken, aber ich drücke aus Versehen T. So. Drehen. Erstmal brauchen wir das. Dann drehen wir die ganze Schose. Zack. 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 Oh, ich hasse das. Ich könnte auch einfach rübergehen zum Turm. Und das kopieren. Das könnte ich tun. Aber warum einfach machen, wenn es schwer geht? Zum Glück habe ich bis jetzt mich noch nicht verklickt. Das ist mir da drüben 20.000 Mal passiert. War nicht schön. Und noch. Na, und noch. Und, na, und. Was ist denn nun los? Warum kommt denn das nicht? Da ist es doch. So, jetzt kommen da die Ecken drin und dann ist es gut. Dann mache ich da oben die Ecke und dann nochmal einen Block und viel Lampe und dann ist es gut. Dann passt es. Ja. So. Eine Ecke. Und noch eine Ecke. Und noch eine Ecke. Graf Ecke. Oh, ich hasse das. Warum, ich gehe doch schon an der Seite rein. Warum nimmt er das nicht so, wie es sein sollte? Oder da oben? Dann müsste er das doch so mit die flachen Seiten nach oben nehmen. Tut er aber nicht. Mumpitz. Mumpitz. So, warte mal. Ich mach mal kurz die Tür da ran. Und dann ist nämlich das auch schon mal zu. Ausgezeichnet. Öffne er die Tür. Flup. Zack. So. Der erste Block müsste eigentlich rein theoretisch dahin. Wo hatten die jetzt hingeschmissen? Wo ist die Ecke? Hallo, Ecke. Nanu? Ach, da ist er doch. Hallo. Drücke. Ich brauche wirklich eine neue Tastatur. So, so muss das sein. Dann kommt das wieder rein. Und dann machen wir uns hier so ein, nee, mittig nicht. Den brauche ich. 1, 2, 3. So. So muss das. Das ist bloß mein Fallschutz. Ich kenne mich doch. So, denn so, so. Gut. Jetzt sind zwei mehr. So, die eine Ballerbumm kommt vorne hin. So. Ich glaube, das sollte funktionieren. Und als nächstes müsste da, ich habe da nur zwei Lampen gehabt, weil mir der Rest gefehlt hat. Wir müssen noch zwei Lampen bauen. Konnte ich aber nicht. Ich muss erstmal hier Autos auseinanderschrauben. Hielt ich aber erstmal noch nicht so für wichtig. Aber dann wisst ihr schon mal ungefähr, wie ich das machen will. Und hoffe, dass es denn funktionieren tut. So, ich weiß, ich könnte den Boden gleich mit aufwerten, aber erstmal noch nicht. Weil für die dritte Horde müsste es eigentlich noch reichen. Vor allen Dingen, wenn ich dann anfange mit Munition, das müssen wir auch noch machen. Ich muss dafür sorgen, dass wir endlich den Chemietable bauen können. Das ist aber auch schon in der Mache, ne? Also, ich werde kicken. Zur Not werde ich mal schnell hier durchrennen und uns das Rezept suchen.
es könnte eine Weile dauern. Oder vielleicht habe ich auch Glück. Naja, vor allen Dingen, ich kann das Ding ja noch nie bauen, solange uns der Chemie-Bottich da fehlt. Ne? Das ist problematisch. So, das ist die zweite Reihe. Ach, ich kann dann gleich von da drüben anfangen. Ist doch so, oder? Nee, Moment mal, hier fehlt ja noch einer. So. Boah, ne? Und hier fehlt noch eine Reihe. Aber ich habe ja oben noch welche, die sind in der Produktion. Mir fällt gerade so auf. Ist euch die ganze Zeit schon mal aufgefallen, dass das Spiel nicht ruckelt? Hm. Ihr hättet mal nicht sagen sollen, wa? Ich bin gespannt eigentlich, wie das denn in Aufnahme wird. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir mit den Außengerüst fertig sind, dann kann ich endlich hier unten anfangen zu bauen. Oh ja. Dann geht das los. Ich sollte den mal ausmachen, wa? Frisst Strom ohne Ende. Das Kackerding. Spikes. Spikes. Die Schippe. Die Schippe kann der nämlich auch weg. Wäsch. Wäsch kann die. So, und der kann nämlich denn darin. Jetzt haben wir nämlich auch ein, zwei Plätze mehr. Wo ist die andere? Da ist er. Sag mal, habe ich nicht noch... Jetzt mache ich noch. Naja, okay, brauche ich so oder so. Habe ich nicht noch irgendwas? Kann ich nicht das Messer bei den, bei der Schippe mit drin setzen? Oder den Crusher? Captain Crusher? Auf der Brücke. Gut, mache ich aber erstmal. Das ist besser. Das ist originaler. So. Gut. Gut, gut. Warte mal, Knarre. Na toll. Würde bei uns was anderes bedeuten. Eine Knarre. Könnte ich so ja herstellen? Bräuchte ich Stahl? Stahlteile? Motoren. Maschinenteile, meinte ich. Das habe ich alle da. Aber das wäre noch grau. Aber wissen möchte ich das doch schon gerne, wie das denn ist. Ich glaube, ich mach das mal kurz. Siehst du, das kann eigentlich nur noch in den Dings drin. Oh, Alter, hier ist auch noch Eisen, wa? Ich glaube mal, das schmelze ich mal ein, wa? Ich habe ja noch ein, zwei Holz zum Verschwenden. Alle gut. Dann haben wir das fertig. Alter, ich bin schon wieder bei 34 Minuten und ich habe noch nichts geschafft. Gut, die Ratsche stellen wir schon mal auf sicher. Wo sind denn jetzt die Kackfedern hin? Ich muss jetzt, hier oben ist der Baumann. Trotz Bausystem ist es hier alles noch ziemlich durcheinander. Weil ich schnell und dann alles wieder rinschmeißen und dann doch nicht. Okay. Muss erstmal hier ein bisschen Ruhe rinkriegen und wenn das erstmal alles stehen tut, dann wird auch mehr sortiert. Ja, Karin, alles klar. Klebestreifen fehlen. Klebestreifen. Boah, in die. Ich bin mir zu 1% sicher, dass wir auch Klebestreifen hatten. Ach, die sind doch hier. Hab ich doch. Hab ich doch. Eine Knarre, die ist lustig. Was fehlt jetzt noch? Achso, die Motoren. Ach, jetzt weiß ich, warum ich... Na, doch, ich habe ja noch welche. Ich wollte jetzt gerade darauf schieben. Zwei. Ja, ich hätte gern zwei Knarren, bitte. Danke. So, jetzt stellen wir das noch hier. Alter, 2 Minuten! Gut, das werden wir heute noch nicht schaffen. Aber es wird langsam, aber sicher. Es wird langsam, aber sicher. So, warte mal. Wir könnten in der nächsten Folge mal schnell zum Händler gehen. Den ausräubern. Was geht? Ich weiß, die Rezepte kann ich verkaufen. Wurde ich schon 3-mal darauf hingewiesen. Aber er hätte bestimmt noch nie gesehen, dass ich auch die Rezepte verkaufe. Wenn ich dazu Lust habe. Und wenn ich daran denke.
So, das kann auf jeden Fall weg. Das kostet nämlich, nicht kostet, sondern gibt Money. Ich könnte die auch verkaufen. Auf jeden Fall die, die ich doppelt habe, könnte ich schon mal verkaufen. Das ist eigentlich keine dumme Idee. Nee, warte mal, das habe ich nicht doppelt. Könnte ich erstmal tun. Werde ich auch. Das lasse ich wegen Waffen. Übrigens, ich habe die erstmal aus unserer Mütze rausgenommen, weil sonst hätte ich vielleicht Probleme. Also ich bilde mir das ein, dass ich dann Probleme hätte mit unserer Stirnlampe und Nachtsichtgerät. Deswegen habe ich die rausgebaut. Dann werde ich es auch schnell wieder reinpacken. Erstmal hier rein. Weil ich bin so clever, ich verkaufe die. Muss nie sein. So, ich würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg zum Händler in der nächsten Folge. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, ihr kennt das ja, das Spiel, bitte abonniert den Kanal, das hilft. Und liken, kommentieren und so. Ihr kennt das ja. Ihr kennt das doch. Das ist mir immer noch komisch. Okay, ich bin dann erstmal raus. Tschüssikowski.